Yo yeah! Und willkommen bei dem Video, in dem mein Attentäter in Terrorist Draco Level 55 wird. Kurz danach werde ich dann auch nochmal sagen, wie ihr noch schneller Level 55 werdet. Abgesehen von meinem anderen Credit Guide, aber Credit Guide, EP Level Guide. Und dieser Guide hier ist jedoch nur begrenzt und hat einige Voraussetzungen. Okay, jetzt bin ich schon ganz gespannt, dass ich auch endlich mal mich in den High-End-Content bewegen darf und auch endlich mal die höheren Ansprüche nehmen darf. Okay, ich würde sagen, dann nehmen wir mal die Quest hier an. Ich denke, wir brauchen gar nichts von dem hier. Willenskraft braucht er nicht. Immer noch nicht. Ich glaube, wir können damit ein bisschen mehr schaffen. Und dann sind wir Level 55. Ja, endlich. Okay. Ich habe mich entschieden, dass ich das hier mache. Ich glaube, das wird relativ nützlich sein. Und ja, jetzt. Ich würde sagen, wir werden erstmal uns ausbilden lassen und dann geht es mit dem Credit Guide. Alter, ich hab's heute. Mit dem Level Guide. Tja, ich habe halt schon so viele Credit Guides gemacht. Ich glaube, das sind 3 oder so. Mit Zusammenfassung und Level Guide. Okay. Jetzt werden wir uns erstmal ausbilden. Mal sehen, was der Attentäter so bietet. So, ihr seht, ich bezahle 0 Credits. Hä? So. Dann alles nehmen und jetzt geht es zum Level Guide. Also, das Geheimnis birgt sich darin, ich habe gerade 500 oder 600.000 EP bekommen. Wie ist das möglich? Ja, ich bin Abonnent und zusätzlich habe ich Shadow of Mordor. Oh, ey Leute, heute habe ich es irgendwie mit den Worten. Shadow of Revan. Und das sorgt dafür, dass ich 12-mal mehr EP bekomme. Ich habe meinen Attentäter gestern von 51 auf 53 in 20 Minuten gemacht. Hier auf Markup geht das sehr, sehr schnell. Man reist irgendwo hin, macht da eine Kleinigkeit, das dauert 5 bis 10 Minuten. Dann reist man zurück und kriegt die EPs. Zum Tipp, hier ist ein GSI-Satellitenunterstützungsterminal. Und dadurch habt ihr halt auch 27k live oder mehr, je nachdem wie eure Rüstung ist oder ob ihr Tank oder sonst was seid. Und deswegen werden eure Werte hochgestuft. Und ja, leveln 12-mal schneller, nicht doppelt schneller, nicht 3-mal schneller, sondern 12-mal. Ich denke, das war's auch jetzt mit dem Guide hier. Ich hab's mit meinem Hexer Vitate gemacht, nachdem er Level 55 geworden ist. Ja, mittlerweile hat er ja auch schon fast komplett 180er Gear. Nur die Implantate und Ohrstücke und Relikte fehlen. Ja. Und die Schuhe und Generator. Oder was das ist. Und ja, ich würde sagen, werdet Abonnent, holt euch Shadow of Revan, und ihr seid in einer Woche mindestens Level 55. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe meine Wächterin auch relativ schnell hochgelevelt. Ich kann ja schnell einige Charaktere zeigen. Da seht ihr es. Meine Wächterin ist hier, Level 25. Sie war 2 Tage vorher, war sie noch Level 7. Und ich habe pro Tag vielleicht 1 bis 2 Stunden gespielt. Das ist also nicht relativ viel. Und meinen Power-Tech, den habe ich auch ziemlich hoch geballert damit, von Level 17. Deswegen morgen oder heute kommen auch noch Videos zu ihm, nämlich dem Story-Ende, dem Finale von Kapitel 1. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen nochmal unsere Rückwärts-Salto. Ja, der sieht doch geil aus. Aber ich würde sagen, wir werden die Rüstung auf jeden Fall extrem geil machen. Rückwärtssalto, Sack,
Und dann würde ich nur noch sagen, kommentiert und abonniert. Schreibt doch mal rein, wie lange ihr gebraucht habt auf Level 55 oder Level 50. Ich weiß ja nicht, ob ihr 55 werden könnt, was aber eigentlich bei jedem der Fall ist. Und jo, dann ciao und bis zum nächsten Part. Bitte kommentiert und gebt ein Like nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Über Abonnenten würde ich mich immer mehr freuen. Abonnenten-Special bin ich auch schon immer weiter am Überlegen. Und jo, dann sage ich nur noch ciao bis zum nächsten Part. Und dann sage ich nur noch ciao. Ciao.